So, wir sind jetzt in der bunten Welt von Animal Crossing angekommen. Ja, da ist auch schon Weihnachten. Da ist ein mir nicht annähernd ähnlich aussehender kleiner Junge. Ja, man kann seine Figur nicht selber kreieren, oder? Man ja, du kannst so, T-Shirts, glaube ich, irgendwie. Ja, du kannst sagen, sowas. Männlich, weiblich, aber man kriegt so das grobe Aussehen, sag ich mal, kriegt man vorgegeben. Ja. Vielleicht vorneweg, wir sind komplette Noobs. Ich habe den auf dem DS-Teil nur ein bisschen rumgealbert damit. Also kein ernsthaft damit gespielt. Also wir kennen uns keinen wieder aus in dem Spiel. Ja, meine kleine Schwester hat das auf dem DS gespielt, wie verrückt. Die ist der Bruder. Und aber ich selbst habe es auch nur mal kurz ausprobiert. Aber wir haben jetzt zumindest schon mal hingekriegt, das Tutorial zu machen, sodass wir unser Stadttor öffnen konnten. Ja, das Tutorial ist im Prinzip der, Aufträge Beginn, der Beginn des Spiels mit kleinen Aufträgen, Briefschreiben. Pflanzen, Blumenpflanzen. Lieferungen ausführen und sowas. Und ich gehe jetzt mal hier in die Stadt und das müsst ihr auch alles machen, bevor ihr einen Freundescode kriegt. Bekommt, um dann online zu spielen. Genau, weil das machen wir jetzt mal. Ja. So, dann gehen wir zum Harry, dem Hund rechts am Tor, ja, am Stadttor. Der rechte Hund am Stadttor ist für alles, was online spielen, Internet. So, dann lade ich nämlich jetzt mal den Dennis und den Daniel ein. Die können nämlich gleich reinkommen. Ja, dann muss man zum Hund gehen, das Tor öffnen und dann Verbindung wird hergestellt. Können die Gäste eintreten in die Ravioli-Welt. Ohne weiteres yeah. Tam-Tam. Das geht mal flott jetzt. Ja, ohne Tam-Tam. Ohne Tam-Tam hat er ohne das Tor. Ohne Tutorials. Ohne Briefschreiben. So, und jetzt? Was passiert eigentlich, wenn man das Tor... Ja, ach nichts. Nö, das müssen wir dann offen. Wir müssen jetzt dann wohl irgendwann kommen. Genau. Gehen wir mal raus. Was passiert, wenn man das Tor jetzt immer offen lässt? Dann wird die ganze Stadt überrannt von fremden Leuten. Ja, gut, die müssen halt Leute der aus Code der Friendlist, haben. Ja. So, dann gucken wir mal. Ja, die kommen dann von alleine, oder? Die müssten dann eigentlich kommen. Ja. Hoffen wir mal so. Den Meet-Chat hatte ich aktiviert. Nee, den Mic-Chat. Mic-Chat. Mit dem Mikrofon. Mic-Chat, ja. Ja. Für alle. Mein toller Freundescode. Guck mal, ein tolles. Ah, da kannst du dir so eine Nachricht reinmachen. Jetzt aber mal. Ravioli. Wie es gehört. Nicht, dass das eh schon jeder kennt, der das hier jetzt guckt, aber weiß er eh nicht. So. Das ist diese typische animalische Sprachausgabe. So. Ja, dann laufen wir mal ein bisschen in der Stadt rum. Ja. Wir können ja mal in der Zeit, wo die anderen auf dem Weg zu uns in die Stadt sind, ein kleines Quest anfangen. Gut, ich glaube, ich hatte irgendwas in den Taschen schon. Nee, ich hatte den Farbspiegel bekommen. Also, so wie ich das jetzt verstanden habe, Ziel des Spiels ist es, dass du halt ganz viel halt so Kram kriegst und dann deine Bude ausstaffierst. Ja, du gehst arbeiten. Ja, Sternis zu arbeiten. Ja, weil du hast dich halt höchst hoch verschuldet. Genau. Und du musst dich halt ganz viel mit diesen ganzen Bewohnern hier befreunden. Okay. Erstmal am Angeln eingeschlafen. Man kann wohl auch angeln. Ja, das kommt mal beim DS, glaube ich, schon. Ja. Da gab's dann Fische, die unterschiedlich viel wert sind. Volle Stunde oder was, dass es hier klingelt? Nein. Ja, hier schon. Ach so. Ich hab die Uhrzeit falsch eingestellt. Kann sein. Ja. Oder sind Freunde angekommen damit, mit dem Symbol? Nö. Nee, Besucher hier oben. Nein. Nee. Na ja, dann lass mal weiter. Du weißt. Ich geh jetzt erstmal in die Wohnung. Man kauft ja ein Haus. Welches Haus war eigentlich mir? Ich glaube, das ist oben rechts hier, ne? Das da ist ja auch Symbol. Hier gibt's eine schöne Karte. Leider gibt es keinen Kompass, der dir anzeigt, wenn du was auswählst. Also wenn du rausgehst, hast du jetzt keinen Kompass, der dir die Richtung zeigt, wo du hinlaufen musst. Also du musst quasi immer wieder auf der Karte dann überprüfen, wo du bist. Manchmal spiegelt es hier. Ja. So, hier rechts. Aber die Karte ist jetzt nicht so groß, dass man dann Überblick verliert. Also sehr überschaubar. Man spielt es keine 5 Minuten. Also hier ist jetzt mein Haus. Das eigentlich raus. Ja. Geh ich jetzt um rein. Ja, in deine kleine Hütte. Die kannst du dann ausbauen mit noch mehr Sternis. Mehr Sternis. Mal halt mal Radio. Kann ich das einschalten? Nee. Aber die Lampe kann ich einschalten. Gut. Dann hast du wenigstens schon mal Licht in deiner Bude. Ja. Designs. Dann kannst du hier. Ah, cool.
Ne, Moment, ich hatte doch ein neues Muster hier. In den Taschen hatte ich doch was Neues. Der hat mir doch irgend so Kacheln gegeben, genau. Auf den Boden. Auf den Boden. Ah, Betonboden. Ah, du tauschst immer das eine Item gegen das andere aus. So, dann gucken wir mal wieder. Ah, das ist also schick. Palastboden. Geh mal hoch. Edel. Ja, dann tun wir mal den Spiegel oben hin. In der oberen Etage ist euer Bett und das Telefon. Im Bett könnt ihr euch zum Schlafen legen, zum... Oh. Speichern und beenden. Das wollen wir aber nicht machen. Wir wollen weiterspielen. Und am Telefon. Das können wir am Telefon machen. Hey, Mekau. Okay, man kann halt... Das ist sozusagen die Systemeinstellung, die man am Telefon dann vornimmt. Cool. So. Kann ich Support anrufen? Ja. Support, I need to help. So, jetzt packen wir mal diesen Spiegel mal an die Wand, wenn es geht. Nee. Korbspiegel. Tasche. Okay. Bist du sicher, dass du den hier oben hin machen musst? Ich weiß nicht, was ich mit dem machen muss. Nichts da. Von wem hast du den bekommen? Von so einem, ich nehme erstmal meine normalen Klamotten wieder an, so. Andere waren die Arbeitsklamotten. Ja, genau, der Tom Nuke, für den du ja arbeitest. Genau. Das hat mir irgend so ein Typ gegeben, aber das wird ein Korbspiegel. Was auch immer ein Korbspiegel ist. Na gut, gehen wir mal runter. Questen wir mal weiter, ja. Solange der Dennis und der Daniel von Retower noch nicht da sind. Ah, Musik hinzufügen. Du hast keine Musik bei dir. Okay. Aber man muss wohl Musikstücke erst kaufen oder finden oder sowas, ja. Wahrscheinlich. Aber trotzdem möchte ich jetzt diesen Spiegel loswerden jetzt. Da komm ich jetzt. Ah, hier drauf. Ablegen. Kann ich ablegen jetzt. Ah, da ist er. Ah, du probierst die ganze Zeit oben den Spiegel aufzustellen. Ja, geht hier unten nur. Oh. Du hast das Radio einkassiert. Mit B. Nee, mit Z. Z, aber das wollte ich gar nicht. Brauchst du noch. Kassettendeck ist es außerdem. Ah, okay, also die normalen Items haben immer dieses Blattsymbol. Ah, mit C kann ich die Sachen drehen. Ne, C und links, rechts. Okay. Ah, und dann in die Richtung verschieben dann immer, ja. Wo ich dann haben hin. Learning by doing. So, okay, haben wir. Dann gehen wir mal raus. Dann vielleicht gehen wir. Gucken wir nochmal kurz nochmal, ob der Dennis oder der mittlerweile da sind. Immer noch keine Besucher. Keine Besucher. Na gut. Naja, questen wir mal ein Stückchen. Ja, Quest im Grunde, du kannst, was du machen kannst, du kannst hier an den Dinger rütteln und dann hier Obst und sowas einsammeln. Hey. Hey. Oh, ja, Orange. Schön. Komm nur rauf. Ah, mit Z wieder. Dranlaufen und Z drücken. Was so Animal Crossing typisch ist, ist halt an die Systemuhr gebunden. Und wie ihr jetzt ja schon unschwer erkennen könnt, ist hier Weihnachten. Bald ist Weihnachten. Na, können wir gleich mal den Weihnachtsbaum kaputt machen. So. Jetzt haben wir Obst gesammelt, wir können Blumen sammeln und neue Pflanzen und hast du nicht gesehen. Schlange! Also muss man bestimmt Ja, da muss man die kaufen. Die muss man wahrscheinlich kaufen beim Nintendo. Moment, jetzt sammle ich mal das Zeug. Vielleicht kriegen wir mit den Orangen genug Sternis zusammen. Orangen im Winter! Ja. Das ist es nicht toll. Ich glaube, der hier ist hier oben links. In seinen Laden rein. Tom Nukes Laden. Willkommen! Ja, schau dich um. Ich will verkaufen. So, was kann ich für dich tun? Ich möchte verkaufen. Verkaufen? Was willst du denn verkaufen? Orangen! Orange. Orange. Kann man mehr? Ah, man kann mehr Vorauswahl machen. Sehr schön. Eine Liebrose? Eine was? Eine Liebesrose. Ach, Liebesrose. Liebesrose. Ah, für alles zusammen zahlen. Lol. Das geht ja nicht. Also, so viel will ich auch mal gern verdienen. Ja, da hast du ratzfatz diese 12.000 oder was er da will, nur eigentlich raus. Gut, dann Katalog. Was passiert denn beim Katalog? Ich weiß nicht. Exklusiv für dich? Oh, exklusiv. Nur exklusiv für uns. Mein Gott, für alles Exklusives. Den habe ich schon, okay. Karton hast du auch schon. Tischlampe, Bett. Haben wir auch. Das ist alles, was wir haben. Können wir das Hund anhalten? Ah. Komm. Guck mal vielleicht, ob hier jemand gekommen ist. Ja, ich komme hier raus. Okay, was auch immer er jetzt wollte. Gucken wir mal hier.